What a fine pickle you boys have gotten yourselves into. Your debtor friends won't be very friendly once you confront them. Ja, das sind ja Freunde eigentlich. Guck mal, wie schlimm. Wir sind voll der Antagonist in diesem Spiel. Ich denke mal eher, dass man die Typen vom Einfluss des Teufels befreit. Nee, wir treiben die Seelen ein. Du kriegst am Ende eines Kampfes immer deren ganzen... Wir sind einfach für den Teufel hier unterwegs. Guckt euch die Only Place-Folge zu diesem Level an, ohne Spaß. Also zu Cuphead einfach. Dieses, ich komme nicht drauf klar, wie genial ein Video enden kann. Okay, ich hoffe, ich habe das Pattern hier jetzt noch raus. Scheiße, Alter. Ich habe es nicht richtig raus, aber ich hab's getan, oder? Dankeschön. Ey, das erste Run-Gun ist halt echt ekelhaft. Den echten Anspruch habe ich erst in den anderen Leveln. Nicht in diesem. Das könnte jetzt aber klappen noch. Wenn ich das gesamte Spiel spielen will, schon wichtig, oder? Yes! Ich habe die Moves nicht mehr drauf, Alter. Bin richtig, richtig ungeübt gerade. Aber nicht verrecken. Das wäre uncool. Yes! Okay, das ist auf jeden Fall verloren. So, die Phase kriege ich nicht geskippt. Doch! Was? Warum habe ich mir das immer... Warum habe ich mich da immer so schwer getan? Oh mein Gott. Flawless Tigers. Ich hasse die Tiger. Shit. Shit. Shit, ich könnte noch verkacken. Das war echt dumm. Oh, schönes Ding! Einfach first... Ich hätte die Believer noch gar nicht enttäuscht heute. Ich versuche gerade den Clown auf Expert No Hit und bin am Verzweifeln. Gott, der Clown, ich habe wirklich keinen Bock. Aber ja, ich habe Cuphead mal die erste Welt sogar auf A-Plus-Rang immer gespielt. Außer in diesem zweiten Run-and-Gun, weil es einfach nicht geht, so eine Scheiße. Das haben sie gefixt natürlich, aber als ich das gemacht habe, ging es nicht. Ich saß bis 4 Uhr morgens bei diesem Treetop-Level und wollte einen A-Plus-Rang holen und die Zeit hat irgendwie einfach... Also man musste einfach extrem schnell sein und es war ein Bug, also es war irgendwie nicht richtig programmiert und man konnte keinen A-Plus-Rang holen. Come on! Na, nice! Sehr schön. Also die Phase hat mir mal so viel mehr Probleme bereitet. Ich bin beeindruckt. Du wirst nicht mehr so beeindruckt sein, wenn ich aus der ersten Welt raus bin. Das ist wirklich ganz auch hier drauf konzentrierter Skill. Schön. Jetzt wird das Spiel erst zur tatsächlichen Cuphead Experience. Was machen wir als erstes? Ich glaube, das hier fand ich immer ganz in Ordnung, oder? So, du kleines Candy Corn. Habt ihr schon mal Candy Corn probiert? Ich wollte Candy Corn für das Video tatsächlich auch probieren, für mein amerikanisches Snack-Video. Aber hab's nicht gefunden, also ich konnte es nicht bestellen. Es wurde nicht mehr geliefert. Ich wollte es ja rechtzeitig noch zu Halloween machen und dann war die Bestellzeit, glaube ich, zu lang. Es war auch immer nur so in so ganz komischen Mengen erhältlich und ich glaube, es ist eine der schrecklichsten amerikanischen Süßigkeiten, die es so gibt. Boah, habe ich schon Bock hier drauf. Der ist schon hart, ne? Das ist immer so ein Mario Land Level, finde ich. Ich fände es cool, wenn Mario mal wieder so ein 2D-Plattformer hätte und plötzlich kommt so ein Level. Ich fände, das wäre so ein cooler Throwback. Mario in so einem U-Boot oder in so einem Raumschiff. Sowas haben sie nicht mehr gemacht in New Super Mario Bros. Mario Land ist ja immer so eine parallele Dimension von Mario sozusagen gewesen. Das war ja immer ein bisschen weird. Ich liebe es, dass es zu Wario Land geworden ist, die Reihe so. Mario Land 3 ist fucking cool. Haben sie so richtig aus Mario Land 2 so ganz viel genommen, was sie daran gut gemacht haben und einfach nochmal verändert und sich... von Mario abgehoben. Richtig abgehoben, dieser Wario. Ich hätte richtig Bock auf neues Wario Land. Mit so richtig kreativen Leveln. Und dann gerne so ein Throwback nach Mario Land 1. Okay, wir schaffen es vielleicht. Ja, wir schaffen es nochmal in die letzte Phase. Okay, also die Pyramiden könnten jederzeit ihre Augen öffnen. Genau. Und dann kommt... Ah, shit. Und dann kommt dieser Gedankenstrahl. Ich habe nicht mal gesehen, was mich erwischt hat. Mann, war das knapp. Wollt ihr mich verarschen? Ich lieb's auch einfach. Das ist halt so Pinocchio. So cool, was sie alles... verarbeitet haben, so. Wie viele Hommages in den verschiedensten Kämpfen. Nicht sterben jetzt. Nice! Oh, ich habe schon wieder fast vergessen, dass ich die Dinger habe. Der King hat's mal wieder geschafft. Woo! Zeit für die nächste Blamage. Jo, als ob ich das... Nennt mich King. Alter, ich bin Naturtalent. Ich hätte schwören können, dass ich in der ersten Phase auf jeden Fall schade. Wir nennen dich doch schon King, King. Nennt mich einfach Johnny. Das werde ich jetzt immer sagen, wenn ich skille. Nennt mich Johnny. Da habe ich mal wieder bewiesen, dass ich Johnny bin. Er gibt mir Flashbacks und nicht die guten. Ja, Clowns sind eine Sache. Nein. Ich habe da schon wieder nicht hingeguckt. Die schießen mit Feuer. Die kacken Feuer. Wo macht das denn Sinn? Ihr haltet mich für um einiges skilliger, als ich sein... Allein durch meinen Lebenslauf, wie viel Zeit ich in meinem Leben Videospiele gespielt habe, dürfte man mich nicht skillig einschätzen. Ich spiele so wenig Videospiele. Ihr dürft nicht zu sehr an mich glauben. Ich glaube, ich bin kein Wollo. Aber ich bin das nächstbeste. Aber das ist halt auch keine Riesenleistung an dem Punkt. So, Ricky ist schon gut, aber es ist Ricky.
Vor allem, wenn ich ihn die Fresse. Ich habe Cuphead noch nie gespielt, das ist in Ordnung. Das ist ein schweres, sehr eigenes Spiel. So, ich könnte mir gut vorstellen, dass dass Leute das Ding hassen. So. Ich glaube, Bloodleafs hat es im Nachhinein, nach seiner Review, echt hassen gelernt. So. Findet den Anspruch dahinter und so echt scheiße. Aber ich fühle das wirklich. Ich mag diese Art Herangehensweise. Das ist auch so ein bisschen das, was ich an Mario 64 immer cool fand. Der Appeal kommt halt daher, dass du es so lange versuchst, bis du es endlich schaffst, bis du über dich hinauswächst, bis du deine Skills einfach drauf hast. So, bis du Herr der Lage bist und diesen Boss wirklich, da fühlt es sich noch nach was an, den Boss zu besiegen. Da verlassen mich immer alle guten Geister und ich mache irgendwie nur Müll. Immer wenn die Baseballs kommen. Heißt es Baseball? Ein Baseball, mehrere Baseballs, aber auf Deutsch. Jungs, okay, ich will es eigentlich nicht aussprechen. I was 2 days old, als ich realisierte, warum es Baseball heißt. Die erste Base, die zweite, dritte, vierte Base. Was ist denn mit mir? Jonas, erzähl mir über deine 3-Fragezeichen-Erfahrungen. Unfassbar super. Also, ich empfehle immer noch jedem, schaut einfach mal hört einfach mal die Folge Wolfsgesicht. Ich glaube, es ist absolut meine Lieblingsfolge. Es gibt aber extrem viele gute Folgen, die ich liebe und immer wieder gehört habe. Boah, und das Geilste war eigentlich, das Playback-Theater mit 3 Fragezeichen ist eine der lustigsten Sachen, die ich je auf einer Bühne gesehen habe, aber auch generell. Die nehmen so 3-Fragezeichen-Folgen und führen die auf. Und alles, was man hört, kommt halt über Lautsprecher. Also das gesamte Gesprochene und so ist halt von diesen Hörspielen gesampelt, aber es ist verändert. Also es ist nicht nur einfach die Folge auf der Bühne aufgeführt, was ja auch schon cool wäre. Die machen das dann immer so richtig lustig. Boah, kennt ihr diesen? Ich habe mal so einen ganzen Comic von Mickey Mouse gelesen, wo er auch so in diesem Stil im Flugzeug geflogen ist. Also ich glaube, das ist komplett an einen bestimmten alten Mickey Mouse Film angelehnt. Bist du eigentlich ein Dude, der barfuß sein mag und zu Hause so viel barfuß ist? Ja, schon. Was ich ganz viel mache, ist also irgendwann zieht sich bei mir, egal was ich tue, eine Socke rutscht immer runter und irgendwann ziehe ich die dann einfach aus und ich bin voll oft mit einer Socke zu Hause unterwegs. Wer kann relaten? Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Ich trage nie Socken, aber manchmal trage ich nur einen Hausschuh. Nee, Hausschuhe auch gar nicht. Ich besitze gar keine Hausschuhe, tatsächlich. Okay, komm Johnny, jetzt mit drei Leben durch die Wand. Das muss doch einmal möglich sein. Okay, das war der letzte Kussmund. Psych! Das war wieder richtig lost, aber wenigstens komm, Psych! Keinen zweiten Hit, das ist nicht wahr. Das ist doch so eine leichte Stelle. Das ist so traurig. Ich glaube, das ist auch so ein Level, wenn ich das fürs Random Race geübt hätte, das wäre so einfach. Ich wüsste einfach genau, wo ich was drücke, wie ich da durchkomme. Easy. Junge, ich glaube, dieses gesamte Level kann man einfach mit Dash skippen. Warte, ich probiere mal was. Nein, ich probiere es doch nicht. Ich will wirklich zum Drachen und das macht es nur schlimmer. Ich will wirklich zum Drachen, klingt, als würde ich nach Dings reisen, zur Schanze. Und da komme ich bestimmt auch nicht durch, oder? Durch den Mund. Warum? Das Ding ist gestorben. Was hat mich erwischt? Lass mich durch! Yes! Oh, wenigstens vor der State of Play, Alter. Das muss ja klappen jetzt. So einfach jetzt mit so frischem Mut, ohne Stress. Drache ist easy. Nichts, vor dem man sich fürchten müsste. Ich werde auch den Titel gar nicht erst ändern. Wie geht das doch fit? Oh, das war ein bisschen close. Ja, let's go. Jetzt hau ich auch ein paar von denen raus. Da wollen wir mal gar nicht geizen. Alter, 3 HP. So muss der Drache gemacht werden. So können wir alle zufrieden ins Bett gehen. Schlaf gut, Leute. Ciao.